moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Farmers Dynasty. Ja, in der letzten Folge waren wir ja recht fleißig unterwegs gewesen und haben sogar versucht, hier so einen Drohnenwettbewerb mitzumachen. Das ging leider nach hinten los, da wir ja noch keine wettbewerbsfähige Drohne haben. Ja, ein bisschen blöd gelaufen. Aber so ist es halt eben manchmal, ne? Da steckt man halt nicht drinne. Wir sind ja hier auch noch in der Probierphase, in der Testphase. Und ja, da sind wir ja noch nicht so allzu gut. Ja, wir haben ja hier das Feld hier einmal komplett kultiviert mit Gras besät. Und da ist ja alles tutti. Ebenso hier auch. Hier ist sogar schon Dünger drauf. Hier muss noch... Ne, hier ist auch Dünger drauf. Stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. Haben wir ja den Helfer machen lassen. War auf jeden Fall, glaube ich, ein starkes Stück. Das lief hier richtig, richtig prima. Ja, in der heutigen Folge. Was machen wir da eigentlich? Ja, die Felder sind auf jeden Fall alle safe. Da brauchen wir erstmal nichts mehr machen. Ja, das bedeutet eigentlich, wir können mal gucken, wie sieht es hier drinnen eigentlich aus. Unsere Zucchini-Setzlinge sind immer noch nicht fertig. Ebenso unsere Tomätchen auch nicht. Also hier wird es wohl noch ein wenig dauern. By the way, ich habe mal hier ein bisschen rumgeschaut und ihr seht es auch. Ich habe hier das Ganze ein bisschen mit Metall verkleidet, denn... Ich habe ja ganz vergessen, wir haben ja hier Metall liegen und damit können wir dann dementsprechend unsere Gewächshäuser auch schön gestalten, so dass die dementsprechend nicht so runtergekommen aussehen. Ne? Hab das hier mal komplett einmal drumrum, soweit ich das noch in Erinnerung habe, getan. Genau, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Rest oben drauf und das mache ich dann bei Gelegenheit. Ja. Was machen wir jetzt nun, Leute? Was machen wir denn nun? Wie sieht es denn aus? Also, wir haben ja auch noch unser... Hier oben ist noch eine Mission verfügbar. Hier der Frank, der hat noch einen Miststreuer. Da könnten wir vielleicht auch mal vorbeischauen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Missionen, die wir erledigen können. Upsala, das war nicht, was ich wollte. Passiert mal. Hier haben wir ja noch unseren Händler. Alte Maschine. Ah, ne, da ist noch unser Maisschneidwerk. Stimmt. Das hätte ich ja auch schon beinahe vergessen, dass wir das auch noch da stehen haben. Genauso ist hier noch ein Feld. Das kostet aber aktuell ein bisschen arg viel Geld. Das können wir uns nicht leisten. Ich würde sagen, wir düsen mal hoch zum Frank und schauen mal, was wir denn bei ihm machen sollen, damit wir den Miststreuer bekommen. Das würde ich aber dann logischerweise tatsächlich mit unserem Traktor machen, damit wir den Miststreuer dementsprechend auch gleich mitnehmen können. Deswegen würde ich sagen, düse ich einmal hier mit dem Borne Special 281 einmal hoch und dann sehen wir uns gleich oben, Leute. So, hier soll der gute Frank wohnen. Weiß jetzt noch nicht genau wo. Aber, ach, da vorne. Da vorne ist er anscheinend. Oh, Leute. Das sieht ja interessant aus. Ich würde sagen, wir steigen mal aus und reden mal mit dem guten Frank. Das sieht ja auch heiß aus, was der hier hat. Das sieht aber nicht nach Mist aus, das sieht eher nach Gülle aus. Aber ja, mal gucken. Brauchen Sie etwas? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich könnte den Miststreuer dort drüben brauchen. Interessiert? Wissen Sie etwas über Bauwesen, Instandsetzung? Aber klar. Sicher, ich bin ziemlich erfahren. Das haben wir voll drauf, Leute. Schön zu hören. In Ordnung, ich bin gerade viel unterwegs und diese Gebäude erfordern viel Arbeit. Reparieren Sie sie für mich und der Streuer gehört Ihnen. Aber logisch, das ist doch fair, das Mama. Das klingt fair, das passt. Auf geht's, Leute. So, er will anscheinend hier einmal das Gebäude repariert haben. Ich hoffe, es ist das... Ich sehe schon hier.
Das wird schon interessant. Aber okay, Leute, ich würde sagen, wir legen los. Wir reparieren hier einmal dem guten Herrn sein Gebäude. Und ja, ich würde sagen, Attacke Abfahrt. Wo ist unser Werkzeug? Reparieren. Los geht's. Prima, Leute, da haben wir das Gebäude hier erledigt, aber ihr habt es gerade gesehen, der Gute will, dass wir dem noch ein Gebäude reparieren, also der kriegt auch echt der Hals nicht voll, ne? Aber gut, wir kriegen ja auch was Gescheites dafür, deswegen komm, machen wir dem noch hier schnell die Scheune fertig, auf geht's. Oh, Leute, ich sag ja, wie es ist, ne? Also, der hat's echt, also, der hat's auf uns abgesehen, ne? Da reicht mal dem einmal die Hand, einen Finger und dann nehmen die die ganze Hand, Leute. Die absolut ganze Hand. Jetzt will er das Gebäude auch noch repariert haben. Nur für das kleine Ding hier. Naja. Was sollen wir machen, ne? Wir sind ja ein gutmütiger Mensch. Also, auf geht's. Endlich. So. Ja, das Dach, das ist zwar noch nicht dicht, ne? Aber anscheinend reicht ihm das so. Dann gehen wir mal zum Frank. Zum Frenki und dann quatschen wir mal mit dem guten Herrn hier. Auf geht's. So gut wie neu. Aber nur so gut, ne? Gut. Schaut stabil aus. In Ordnung. Der Streuer gehört Ihnen. Yay! Sicher. Danke. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr nice. Geilo, da haben wir jetzt hier einen schönen neuen Streuer hier. Ist doch einsame Spitze. Den können wir natürlich direkt mal dranhängen. Und mal gucken, wie das Ganze dann dementsprechend aussieht. Let's go. Da fahren wir mal dran hier an die Schüssel. Also ich finde ja nicht, dass es ein Miststreuer ist. Es sieht eher, wie gesagt, aus wie ein Güllefass. So, und Leute, was sagt da? Das ist doch der helle Wahnsinn, oder? Das hat doch einen gewissen Charme. Also ich würde sagen, den haben wir uns absolut
ehrlich und redlich verdient. Ja, sehr, sehr nice, Leute. Dann würde ich sagen, damit dem guten Stück hier düsen wir natürlich einmal wieder zurück. Wir können auch mal ganz kurz hier bei der Mission vorbeifahren und fragen, was hier eigentlich gemacht werden muss. Ja, einfach so rein Interesse halber. Da düsen wir einfach mal dran vorbei und fragen mal, was da eigentlich Phase ist. Vielleicht ist es ja etwas, was wir hier easygoing erledigen können. Ja, mal schauen. So, Leute. Dann steige ich mal hier aus der Möhre. Oh, wir können hier gar nicht aussteigen. Anscheinend dürfen wir hier nicht parken. Das ist natürlich nichts, ne? Ich bin hier auch irgendwo... Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich glaube, auf einem Marktplatz oder auf irgendeinem Stadtplatz. Ja, mal gucken. Was ist denn hier für eine Schlange? Du lieber Gott. Ja, sprechen wir mal mit der Zoe. Guten Tag. Du siehst aus wie eine, wie die Prinzessin, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Ja, wir fragen jetzt erstmal hier, ob wir Ihnen behilflich sein können. Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Oh. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Belohnung sind 260 Euro. Also wir sollen der Dame irgendwie einen Päckchen bringen. Okay, gucken wir mal. Ich kümmere mich drum. Hole das... Oh, 3 Kilometer ist das weit weg. Ach du lieber Gott, wo ist das denn? Wo sollen wir denn hier ein Päckchen abholen? Ist das hier etwa? Nee, ach, hier unten. Ach du lieber Gott. Ja gut. Dann bringen wir erstmal den Miststreuer zurück, Leute. Und das erledigen wir dann im Anschluss natürlich. Ne? Das ist natürlich ein bisschen weit weg jetzt. Ja, bringen wir erstmal hier unseren Miststreuer. Ich sag eher mal, ist ein Güllefass. Ne? Bringen wir das gute Ding erstmal zurück. Und dann schauen wir weiter. Oh mein Gott, Leute, das ist echt hier eine weite Fahrt. Wir müssen mal langsam hier wirklich aufräumen. Da zieht hier mittlerweile aus. Überall steht alles rum. Das muss ich hier wirklich mal in Angriff nehmen. Wir haben hier so viel Platz eigentlich, wo wir irgendwas reinstellen können. Und ja, bei uns steht hier alles mitten auf der Wiss, mitten im Hof. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir setzen uns mal in unseren Pickup und dann gehen wir uns mal noch 260 Euro verdienen und ein paar Pünktchen und gehen mal für die gute Zoe ihr Paket bei ihrem Freund abholen. Zum Glück haben wir die gute Dame nicht irgendwie angebaggert. Das wäre vielleicht nicht so prickelnd gekommen. Ich glaube, die hätte sich da vielleicht nachher auf die Füße getreten gefühlt. Und das muss ja nicht sein. Richtig. Insofern düsen wir mal fix runter und schauen mal, was dann der gute Freund da für ein Päckchen hat. Vielleicht erfahren wir es ja. Wäre ja mal interessant zu wissen. So, da vorne ist es anscheinend. Hier waren wir doch auch schon mal. Da haben wir doch schon mal einen Auftrag erledigt bei dem guten Herrn. Wir parken mal hier an der Seite und steigen mal aus und fragen mal hier den guten Kerl nach dem Päckchen, das wir für seine Freundin holen sollen. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Eieiei. Super, dankeschön. Haben wir das jetzt hier drinne? Nee, wir sehen auch nicht, was es ist. Schade, Leute. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Hätte mich jetzt mal sehr interessiert. Aber jetzt erstmal wieder 3 Kilometer zurückdüsen mit unserem guten Pickup. Und dann sahen wir uns mal noch hier 260 Euro ab, die wir dann hier, glaube ich, dann auch in der Zukunft wieder gut investieren können. Nehmen wir hier eine kleine Abkürzung. Und ja, mal schauen, was wir dann als nächstes tun. Auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück zu Zoe. So, ich habe das Gefährt mal hier geparkt
damit wir hier drauf laufen können. Denn parken ist ja an so manchen Stellen hier ein bisschen ungünstig. Aber auf zu Zoe. Und dann hoffen wir doch, dass wir ihr eine Freude bereiten. Hi Zoe, hier sind wir wieder. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke, hier ist etwas für dich. Ach, das ist aber nett, Dankeschön. Jawohl, 260 Euro und 520 Sozialpunkte. Das bessert unser Konto natürlich wieder immens auf 1890 Euro und 75 Cent und einige Sozialpunkte. Ja, prima, Leute, das lief doch, das lief doch einwandfrei heute. Auf jeden Fall ein super produktiver Tag. Wir haben ein Güllefass, wir haben der Zoe eine Freude gemacht und haben noch ein bisschen Geld verdient. Tja, an dieser Stelle würde ich sagen, das war's für diesen Tag, für diese Folge. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.